Mein Name ist Barbara Lenz. Ich leite das Institut für Verkehrsforschung im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Gleichzeitig habe ich eine Professur an der Humboldt-Universität zu Berlin und leite dort den Bereich Verkehrsgeografie. Ich selbst, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Institut arbeiten sehr viel zu diesen Fragen Mobilität der Zukunft, sowohl in technologischer Hinsicht als auch in Hinsicht darauf, was wollen die Menschen in Zukunft, was brauchen die Menschen in Zukunft, wie müssen wir die Mobilität aber auch gestalten, um damit nachhaltig unterwegs zu sein und den Anforderungen, die Umwelt und Klima an uns stellen, besser gerecht zu werden. Das, was ich selber beitragen kann, sind zunächst mal Fragen, wie sind wir eigentlich unterwegs, wenn das Klima sich verändert, wenn das Wetter sich verändert. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das Auto etwas weniger nutzen sollten. Das Auto ist ein wichtiges Verkehrsmittel für ganz viele Menschen, das wird es auch bleiben. Aber wir müssen zusätzliche Verkehrsmittel finden, die zum einen weniger Platz verbrauchen. Der Flächenverbrauch der Autos ist gerade in den Städten ein ganz großes Problem. Aber wir brauchen natürlich auch Verkehrsmittel, die weniger Emissionen generieren. Und bei Emissionen denke ich nicht nur an Luftschadstoffe und an CO2, sondern auch an Lärm. Ein Fahrrad ist einfach leiser als ein Auto. Es reicht jetzt nicht einfach, das Verkehrsmittel zu ersetzen, sondern ich muss immer dann mitdenken, kann ich denn diese Aktivitäten, die zum großen Teil ja auch Routinen sind, kann ich die weiterhin so in meinem Tag unterbringen, wie ich das bisher tue. Deshalb ist dieses Umdenken, dieses Verändern von Verkehrsmittelnutzung immer auch gebunden an die Frage, wie sieht eigentlich mein Tagesplan aus? Das, was wir in der Tat sehen, ist, dass junge Menschen diese Notwendigkeit nicht mehr so stark empfinden, vor allem dann, wenn sie in einer Stadt wohnen, in der es ein gutes öffentliches Verkehrsangebot gibt. Da lässt dieser Wunsch nach dem eigenen Auto doch nach. Wir sehen aber auch, und das gilt für die Schweiz genauso wie für Deutschland, in dem Moment, wo aus diesen einzelnen Personen dann Familien entstehen, ist dieser Wunsch, unabhängig zu sein mit dem eigenen Fahrzeug, doch immer noch sehr groß.